Hallo liebe Freunde der guten Unterhaltung und des Sports. Ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe von Priabi und heute geht es um einen Produkttest bzw. einen Vergleich. Zuallererst, es ist Sommer geworden, draußen steigen die Temperaturen. Deswegen muss man jetzt bei längeren Läufen immer mal irgendwie was mitnehmen, was zu trinken und hat aber weniger an. Das heißt, die Dinge, die man eh dabei haben muss, dafür hat man weniger Taschen zur Verfügung. Meistens hat man ja an den Sachen überhaupt keine Taschen. Und da habe ich mir gedacht, also irgendwie muss ich jetzt immer erreichbar sein, wegen dem Baby. Außerdem muss ich immer ein paar Dinge dabei haben. Also, was kann man machen? Laufrucksack. Aber dann sieht man aus wie so ein Power Ranger. Oder ein Laufgürtel. Da die Firma Canton hier gesagt, die ja schon aus verschiedenen Videos von mir kennt, quasi ein Triabi-Ausstatter mittlerweile ist. Hier, Junge, wir haben was für dich. Guck dir diesen Laufgürtel an. Der ist super. Und da habe ich gesagt, okay, Laufgürtel habe ich jetzt noch nie benutzt. Ich finde das mal ein bisschen, also naja, sieht halt nicht geil aus. Aber führt wahrscheinlich kein Meter vorbei. Deswegen werde ich es mal testen. Aber damit es ein bisschen objektiver ist, werde ich auch ein anderes Produkt testen. Nämlich den Werkzeuggürtel hier. Ja? Sieht ähnlich aus, ist auch verschieden. Den habe ich jetzt schon länger, zum Laufen allerdings noch nie benutzt. Also es geht darum, die beiden zu testen und dann klare Unterschiede herauszufinden. Aber bevor ich loslaufe, möchte ich euch gerne mal zeigen, was ich immer so mitnehme. Nämlich das. Mein Handy. Notfallriegel. Schlüssel. Wasser. Triabi-Aufkleber. Darüber möchte ich nicht reden. So, das nehme ich also mal mit. Und jetzt versuche ich einfach mal die Sachen in den zwei Gürteln zu verstauen. Und dann mal gucken, wie das aussieht. Okay, jetzt haben wir also beide beladen und ja, erste Einschätzung, mit dem Werkzeuggürtel hat man wesentlich mehr Platz. Die Taschen sind offen, gut zum Zugriff, schlecht bei Regen. Außerdem ist der Gürtel aus Leder, das heißt auch nicht vegan. Bei dem Gürtel hier, da ist ja gut, dass wir hier schon zwei Behältnisse haben für die Getränke. In einen passt 170 Milliliter, ansonsten haben wir halt den einen Beutel. Mit Klettverschluss gesichert. Der ist relativ ergiebig. Ich dachte erst, da passt gar nicht alles rein. Und was echt super ist, ist der Klettverschluss. So. So viel also bis hierher. Jetzt gehen wir mal raus und gehen mal jeweils 5 Kilometer laufen. Mal gucken, welcher sich da jetzt besser macht. Haben sich die Gürtel, also der Camden Gear Laufgürtel und der Werkzeuggürtel No Name geschlagen. Beim Laufen selber fand ich den Camden Gear Laufgürtel wesentlich besser. Tragekomfort ist wesentlich höher. Also da, klares Plus. Auch das Trinken war wesentlich angenehmer. Die Tasche ist beim Camden Gear Laufgürtel für mich genau ausreichend. Da passen alle Dinge rein, die ich brauche. Verschluss gewinnt bei mir auch eindeutig der Camden Gear Gürtel. Wie ist es beim Werkzeuggürtel? Da hat man eindeutig mehr Stauraum, also mehr Platz für seine Dinge, ist da nicht so limitiert
Allerdings sind die Sachen noch offen. Man kann die nicht verschließen, das ist nicht so günstig. Werkzeuggürtel wirkt auf mich wesentlich robuster. Da kann man auch mal andere Sachen mittragen, wie zum Beispiel einen Hammer oder Flex. Das heißt zusammenfassend, der Werkzeuggürtel ist universell einsetzbarer. Wenn ihr nur einen Gürtel im Haus haben wollt, für die Hose, zum Laufen, zum Arbeiten und für den Garten, würde ich euch einen Werkzeuggürtel empfehlen. Wenn ihr jetzt aber ausschließlich fürs Laufen einen Gürtel sucht, ausschließlich zum Laufen, dann würde ich doch den Laufgürtel wie zum Beispiel der Firma Campen Gear bevorzugen. Damit macht das Laufen einfach mehr Spaß als mit dem Werkzeuggürtel. Wenn ihr noch andere Ideen habt, wie man beim Laufen Sachen mit sich führen kann, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare unten posten. Ansonsten danke ich fürs Zugucken. Morgen beginnt das Trainingswochenende mit einer schönen Fahrradausfahrt. Wir sehen uns dann in der nächsten Woche. Dann vielleicht schon mit der Verlosung zum 100. Abonnenten. Mal sehen. Danke und auf Wiedersehen.